Hallo Freunde, Nachbarn, Landsleute. Es geht wieder einmal, ihr habt es richtig geraten, um die Formel 1. Ich begrüße euch mit einem kleinen Dankeschön hier wieder an die Motorworld Köln-Rheinland, wo ich wieder zu Gast bin. Und auch ein kleines Dankeschön an unseren neuen Unterstützer Giga Nutrition, der mir die richtige Power gibt, um das hier durchzustehen. Ist doch klar. Ja, durchgestanden hat Lewis Hamilton die letzten drei Rennen. Ich glaube, er hat eine neue Sicht der Dinge jetzt bekommen, weil die letzten drei Rennen hat Max Verstappen am Stück gewonnen, ist jetzt Favorit auf die WM und das ändert so ein bisschen die Saison. Ich hatte ja schon Anfang der Saison gesagt, ich rechne mit dem Duell Verstappen gegen Hamilton. Das sind die beiden, um die sich alles dreht. Aber jetzt scheint das Ganze sogar ein bisschen Richtung Verstappen zu kippen. Und das ist eine neue Situation für alle beide. Für Max Verstappen wird es jetzt ernst. Er muss jetzt seine Leistung bestätigen. Lewis Hamilton dagegen muss richtig arbeiten, weil ansonsten wusste er, er ist der Klassenprimus, fährt vorne weg, hat das beste Material zur Verfügung. Und dann gucken wir, was der Rest macht. Und da hat er noch viel Zeit gehabt, sich um andere Dinge zu kümmern. Jetzt muss er, glaube ich, richtig ackern. Ich habe auch gehört, er sitzt neuerdings öfter im Simulator. Das heißt, er merkt, ihm ist da richtige Konkurrenz erwachsen und von alleine geht es nicht voran. Er hat ja auch schon mehr Leistung wieder gefordert. Also Mercedes und auch Lewis, die müssen jetzt mehr anpacken. Jetzt ist es ein richtiges Business, das die beiden da gegeneinander bringt. Und für uns alle ist es nur toll, weil wir haben eine abwechslungsreiche, eine spannende Saison. Und ich glaube, das wird sich auch noch eine Weile hinziehen, denn es kommen ja auch wieder andere Strecken. Österreich, muss man ganz klar sagen, kam dem Red Bull auch ein bisschen entgegen. Und man muss eins noch mal ganz klar sagen, in dieser Saison zum ersten Mal ist Max Verstappen auch richtig voll bewaffnet gegen Lewis Hamilton. Ich habe sonst auch immer gesagt, er kam in den vergangenen Jahren immer mit dem Messer zur Schießerei. Etwas blöder Vergleich, aber ich finde ihn irgendwie trotzdem passend. Und jetzt begegnet man sich da richtig auf Augenhöhe. Und wozu das führt, das sehen wir ja alle. Soll aber auch die Leistung von anderen nicht schmälern, die da im Hintergrund sind. In diesen ganzen Bereich passt natürlich auch wieder das Gesamtpaket rein. Da muss man dann gucken, was passiert jetzt bei Mercedes. Lewis Hamilton hat jetzt mal schleunigst zwei weitere Jahre mit Mercedes verlängert. Hat natürlich seinen Grund. Er will sicher gehen, dass er den Titelrekord von Michael Schumacher knackt, dass er also den achten Titel holt. Und so wie es aussieht, wird es dieses Jahr ja ziemlich eng. Deswegen hat er mal gleich zwei Jahre drangehängt. Die Frage ist, wer unterstützt ihn da? Oder wird es vielleicht sogar im eigenen Team eng? Alles deutet darauf hin, dass Valtteri Bottas auf Abschiedstournee ist, auch wenn man ihm das schon öfter nachgesagt hat. Er ist ja sozusagen auch unter den Fittichen von Toto Wolff, dem Mercedes-Chef. Das Gleiche gilt aber auch für George Russell, der im Moment mit enormen Leistungen im Williams auf sich aufmerksam macht. Der Lewis im letzten Jahr bei Mercedes einmal während seiner Corona-Erkrankung gut vertreten hat und eine hervorragende Leistung gebracht hat. Also George Russell hat Lewis First Class vertreten und deswegen ist er auch bei Toto Wolff ebenfalls unter seinen Fittichen, aber auch ganz oben auf der Liste. Und ich gehe davon aus, dass George Russell im nächsten Jahr im Mercedes sitzen wird. Hätte aber noch eins, wo ich so ein bisschen skeptisch bin, denn bisher mit Valtteri Bottas, das war immer sehr vornehm, sehr angenehm für Lewis Hamilton im Team. Und jetzt hat er da jemanden neben sich sitzen mit George Russell, einen jungen, hungrigen Star, der ebenfalls genau wie er aus England kommt und der auch unbedingt nach vorne an die Sonne möchte. Also da könnte ein Konkurrenzkampf innerhalb des Teams entstehen, der Mercedes gar nicht so lieb ist. Das heißt ja immer so schön, die pushen sich gegenseitig, aber wenn sie sich dann gegenseitig die Punkte abnehmen gegen einen starken Max Verstappen, der ja bei Red Bull bleiben wird, dann wird es richtig eng. Und auf der anderen Seite ist mit der Entscheidung Hamilton im Mercedes auch wohl die Entscheidung gefallen, dass in den nächsten zwei Jahren Max Verstappen nicht im Mercedes sitzen wird. Denn das tut der Lewis sich nicht an, das tut sich Mercedes, glaube ich, nicht an. Die beiden in einem Team, denke nicht, das würde funktionieren. Da haben wir zwei Alpha-Tiere. Das ist eine andere Geschichte. Ja, ich sagte es, das kann der große Karrieresprung für George Russell sein, der mir ausgezeichnet gefallen hat an diesem Wochenende. Aber ein weiterer Engländer ist auf alle Fälle zu nennen, das ist Lando Norris, der auch richtig liefert und gegen den starken Daniel Ricciardo in McLaren einfach zeigt, was er drauf hat. Und ich finde, er ist ein bisschen unter Wert geschlagen worden. Die Strafe, die er da bekommen hat nach dem Restart, der Lando Norris, die hat ihn den zweiten Platz gekostet. Und ich finde, bei der Leistung, er hätte den zweiten Platz verdient. Und ich sehe halt nach wie vor gerne, wenn die Jungs da alles geben, da kann es auch ruhig mal mit härteren Bandagen zugehen.
Rad an Rad. Deswegen sind wir ja alle Formel 1 Fans. Dasselbe meine ich bei Checo Perez, der zweimal 5 Sekunden Strafe bekommen hat, weil er zweimal Charles Leclerc rausgedrängt hat. Aber ganz ehrlich, Leute, schreibt das doch auch mal in die Kommentare. Ist das nicht das, was wir sehen wollen, dass die beide mal an Rad gehen, dass einer mal raus ins Kies geht, wieder reinkommt, dass sie ja hart, aber fair miteinander umgehen mit harten Bandagen? Das wollen wir doch eigentlich sehen, oder nicht? Schreibt das doch bitte einfach mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Also das war jetzt mein Ausflug da zu diesem Zweikampf. Ansonsten kann man aus deutscher Sicht natürlich noch sagen, Mick Schumacher, Business as usual, er schlägt seinen Teamkollegen. Also wird dann Zeit, dass er hoffentlich den nächsten Schritt im nächsten Jahr macht, dann zu Alpha wechselt, dass er auch mal zeigen kann, dass er auch mehr drauf hat, als nur Nikita Mazepin zu schlagen. Aber das ist im Moment seine Aufgabe und mehr geht beim Haas-Team eben leider momentan nicht. Das ist also da die Aussicht, aber ich denke, er hat in diesem ersten Jahr Formel 1 bisher schon gezeigt, dass er eine Menge gelernt hat und dass sein Weg weiter steil nach oben geht. Also das ist das Gute aus deutscher Sicht und auch für die Schumacher-Fans. Bei Sebastian Vettel muss man halt gucken, wie lange fährt der Sepp noch. Er hat ja auch gezeigt, dass er es nicht verlernt hat, hat ein paar tolle Rennen gefahren dieses Jahr, speziell die Stadtkurse, aber da muss auch vom Auto und vom Team her, muss da auch noch ein bisschen mehr kommen. Ja, das ein oder andere läuft dann immer mal nicht so glatt, aber wir müssen uns halt davon verabschieden, dass der Aston Martin momentan ein Auto ist, das Rennen gewinnen kann. Auf dem Podium stehen, haben wir jetzt einmal gesehen, aber da gehört dann auch viel Glück zu. Also wenn alles passt, kann man auch mal aufs Podium, aber da muss wirklich alles passen. Ja, des Weiteren möchte ich gerne noch so ein paar Parallelen ziehen, wenn man das jetzt gesehen hat. Ich fand es ja irre, was da los war beim zweiten Österreich-Rennen. Es war eine Wahnsinnsstimmung, es war wie ein Rockkonzert. Die Orange Army war da, also sprich die holländischen Fans großer Masse haben für positive Stimmung gesorgt. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an die Schumi-Zeiten. Das ist tatsächlich auch so. Als der Michael Schumacher kam, plötzlich ging der Formel-1-Tourismus aus Deutschland los. Und genau dasselbe passiert gerade in Holland, das ja auch schon seit ein, zwei Jahren. Da ist einfach ein Wahnsinnstourismus unterwegs. Ich kann mich erinnern, damals, als Jos Verstappen, der Vater von Max, gefahren ist, da waren die größten Fanclubs, kamen immer aus Holland. Da kamen sie mit riesigen Plakaten, Jos de Bos und Jos Verstappen. Und jetzt haben einige, die sind glaube ich von damals noch übrig, haben einfach nur das Jos durchgestrichen, Max hingeschrieben, jetzt steht da einfach Max Verstappen und haben den Koffer wieder gepackt und sind wieder unterwegs. Also die reiselustigen Holländer mit den gelben Nummernschildern, sie sind überall unterwegs und das ist gut so, weil sie sorgen echt für positive Stimmung. Das hat man jetzt in Österreich gesehen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das dann in Silverstone beim Heimrennen von Lewis Hamilton wird. Ganz andere Strecke mit den schnellen Kurven. Sollte Mercedes wieder ein bisschen die Nase vorn haben, aber mal gucken, wie viele Holländer es dahin schaffen, wo Lewis dann seine ganzen Fans auch mal mobilisieren kann. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Also unterm Strich, wir haben da eine tolle Saison vor uns. Der Zweikampf wird weitergehen. Die Deutschen werden uns auch noch die ein oder andere Freude machen und die Zuschauer kehren zurück an die Strecke. Das finde ich ist eigentlich das Wichtigste, weil das haben die Fahrer auch immer gesagt. Wir machen diesen Sport für die Zuschauer und so soll es ja auch sein. Ja, gefällt euch das? Habt ihr was dazu zu sagen? Wie seht ihr die WM, die WM-Chancen? Wie geht der Zweikampf aus? Was erwartet ihr noch von unseren Deutschen? Was immer ihr so an Ideen habt oder Kommentaren, schreibt es einfach rein. Ich gucke mir das alles an und wir sehen uns, wir hören uns. Aloha!